Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich grüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U und der läuft schon wieder durch. In der letzten Folge haben wir den Azuren Rathalos erledigt und ich sollte vielleicht mal was zu essen machen. Habe ich jetzt nicht so dran gedacht. Ja, Schärfungszeit. Ist schon. Muss ich das eigentlich nicht mehr so brauchen, ne? So, wir machen jetzt fertig einen Schattenangriff, einen Nagakuga, ein neues Viech. Gut, machen wir den kalt. In der Quest wäre natürlich wieder vertagt. Wahrscheinlich kommt dann, wenn ich den erledigt habe, wieder irgendwie so eine dringende Quest. Und dann geht's weiter, ne? So ein Gefühl. Also dann tut Rang 9 oder so jetzt wieder neue Monster freischalten, weiß ich nicht, Gletscher, Aknaktor und was weiß ich alles. Und irgendwie, weiß ich nicht, Uragan, diese Subspezies, bevor ich irgendwas brauche, für diese Waffe hier, glaube ich, weiß ich nicht. Mal schauen. Die letzten beiden Parts waren ja relativ locker. Aber da haben wir auch gegen Monster gekämpft, die wir nicht kannten, die wir kannten. Deswegen, ja. Jetzt kommt wieder ein neues, jetzt kriegen wir wieder übelst auf die Fresse und die Parts dauern eine halbe Stunde. War es überhaupt ein Danger-Zeichen hier? Also kommt jetzt hier noch so ein Viech? Ich glaube nicht, ne? Viech ist hoffentlich kein Wasserviech, das ist ja ein Flugwiwan, glaube ich. So. Also komm mal her. Ich sehe dich schon. Sieht aus wie der Barioff. Sieht aus wie eine Fledermaus. Und ein Barioff. Mein Gott, die Augen. Wir sagen mir, du hältst nicht so viel aus. Mein Gott, die Musik. Du hörst mich so am Barioff, ne? Ich habe erst vor einer Stunde oder so gegen den gekämpft, übrigens. Weil da ist der letzte, der 43. Part gedreht worden. Hör doch auf, du bist ganz schön winzig, ne? Weil du bist echt winzig. Ist aber nicht so, als wärst du hart. Also dein Schwanz. Dein Schwanz ist hart. Das klingt sowas von falsch. Bis jetzt habe ich den sehr oft getroffen. Also, ja. Bis jetzt läuft. Ich hatte irgendwie Angst, dass er sich so schnell bewegt. Aber bis jetzt ist noch kein Problem. In der Cutscene hat er sich irgendwie teleportiert. Das hat mir irgendwie Angst gemacht. Ja, der macht einige Moves vom Barioff. Weil seine Augen leuchten nicht mehr. Was zum. Ja, jetzt sieht man auch nicht so viel ab. Schaut mal in unter 20 Minuten, da wäre mal locker. Flockig. Wäre mal so schön, ne? So oft hier in 20 Minuten. Wöp. Fläche getan, weil ich nicht mehr so viel mit den Heilen zu tun habe, ne? Hab schon den Schwanz, den krieg ich doch jetzt schon gleich ab, oder? Nein. Oh, danke. Warum habe ich so eine winzige Ausdauer? Ich habe überhaupt keine Ausdauer dazu bekommen, ne? Ich habe aber gegessen. Weil die Verkackeiung, ja. Wie wenig ich noch ab. Da kommt schon. So ein Klacks. Das ist ja schön, wenn du so winzig bist, ne? Ist nur ein bisschen wachsen. Ich meine, ich bin auch winzig, aber ich habe eine dicke Rüstung. Sonst kann ich eigentlich auch nichts.
Ernsthaft? Unser Jäger kann gar nichts. Sehr gut. Oh, der hat eine geile Narbe jetzt am Kopf. Ernsthaft, unser Jäger kann irgendwie gar nichts ohne seine Ausrüstung. Wenn ihr mal darüber nachdenkt. Wenn ein Vieh schreit, kauert er zusammen. Wenn, weiß ich nicht. Wenn ich wegrenne, tue ich voll Ausdauerverbrauch, wie blöd hier haben. Bin tot langsam mit einem Riesenschwert. Was noch? Ich mach den hier. Ich meine ernsthaft. Wenn ein Monster den entdeckt, kauert er zusammen. Wenn ein Monster am Boden haut, tut er erstmal 5 Stunden so machen. Ich meine ernsthaft. Ohne die Ausrüstung könnte der Jäger gar nichts machen. Selbst ich könnte den dann zusammenschlagen. Wenn er keine Ausrüstung hat. Dann könnte ich den verprügeln. Jetzt mal ganz ehrlich. So, lass mich mal wieder an dich heran. In der Nähe des Basislagers. Ihr wisst, was das Au bedeutet. Wo kommst du denn her? Lass mich mal an deinen Schwanz, will deinen Schwanz auch drin. Hilfe! Ich komme mir gar nicht mehr zu irgendwas. Ja, das ist wieder perfektes Timing. Oh, da ist das Lager. Ich geh mal kurz. Ne? Er schafft das schon. Oh Gott. Ja, das Basislager ist ja hier, also. Erstmal pennen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Gesundheitserholung, ne? Schatscha? Nein? Gut. Braver Junge. Ach ja, wenn er was trinkt, dann muss er immer posen. Oder wenn er was isst. Oder was weiß ich. Alles einfach. Erst auf jeder könnte ihn zusammenschlagen, den Jäger. Wenn er keine Rüstung hätte. Kann die größten Viecher aller Zeiten kaputt machen, aber so Schimacken, ey. Spricht irgendwie nicht so für den. So, ich krieg schon direkt Schaden. Warum krieg ich ihn jetzt? Was? Egal. Der Bereich der Rot, der wurde mir doch abgezogen, oder? Oder geht das immer ein bisschen mehr? Da müsste ich ja zweimal getroffen worden sein. Doch gar nicht. Was am Anfang voll chillig. Mach mal wieder weiter. Warum bist du jetzt so anstrengend? Der legt auf einmal irgendwie los. So. Ja, das mach ich auch noch kaputt. Das glaubst du mal. Was? Das Ding, wieso kann der seinen Schwanz so lang machen? So, der Schwanz, der muss jetzt ab. Manchmal sehe ich auch so Explosion von dem Schwert. Sehr gut. Oh, Kackding, ne? Ich komme. Wir nehmen seinen Schwanz nicht an ihn heran. Was? Der hat geschossen. Darf nicht mit deinem Schwanz schießen, das ist nicht fair. Ab mit dem Schwanz. Ab mit dem Schwanz. Hi. Oh, sehr gut. Hat sich genauso hier hingedreht. Ich
doch noch ein bisschen hier. Du bist doch schon gleich tot, oder? So, Polierer, Polierer, Polierer. Verdammt. Hat noch gereicht, aber. Ah, in seinem Schwanz. Sehr gut. Oh Gott. Ja, Gott, nur sein eines Auge leuchtet jetzt nur noch. Unbeschädigte. Das heißt, ich kann das andere auch noch kaputt machen. Jetzt trifft er mich irgendwie gar nicht mehr, ne? Ich verstehe manchmal nicht. Das ist bei vielen Monstern so, habe ich so das Gefühl. Manchmal gehen die voll ab, treffen einen andauernd und dann können die gar nichts mehr reißen. Aua. Ich bin lange mal wieder getroffen. Leg dich mal wieder ein. Oh, er fliegt weg. Wohin? Ich sehe ihn in seinem Schatten nicht. Da war er gerade. Also da lang. Sehr gut, bis jetzt ist der Kampf eigentlich nur einfach. Immer noch kein Heiltrank verbraucht. Wo ist er? Da hinten. Ach, hätte sich mal pennen gelegt. Ja, komm her. Verdammt. Oh Gott. Oh. Ich verstehe gar nicht, wie der bewegungsmäßig diesen Angriff macht. Nein, ich muss mich noch heilen. So, ich dachte Schatzscheid den gelähmt. Der hat, glaube ich, Leben. Oder vergiften, weiß ich. Einer hat vergiften, einer hat Leben als Attacke. Ich hätte vielleicht zweimal Leben reinpacken sollen, ne? Vergiften sehe ich irgendwie nicht, wie das so viel bringt. Wie? Blocken tue ich irgendwie auch viel öfter als früher. War, wenn sie so angreifen können, ne? Dieser Angriff, ne? Auf den Schwanz, den kriegen wir doch noch ab. Genau den, ja. Oh, sehr gut. Will ich mich wieder nicht heilen. Entschuldigung, Kayama. Ich wollte mein Riesenschwert nicht auf dich hinabregnen lassen. Oh, weh, ich kann das eine Gesicht, das eine Auge auch noch kaputt machen. Oh, weh, ich schaff das dann nicht. Oh, Vorräte geliefert. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Und zack. Und zack. Und zack. Und klar. Mal weg mit dem Teil. Die vergift mich wahrscheinlich, ne? Ich kann das doch. Mal nicht, dass ich ihn so gut treffen können. Genau so. Und so. Und so. Und so, nein. Oh nein. Nein. Ja, damit. Nein. Man schon immer diese Stacheln da dran. Man nicht weg. Na, komm mal her. Warum mache ich das? Oh Gott, tut mir nicht weh, ne? Haben sie nicht. Also ich. Haben schon. Gibt nach. Boah, Explosion. Schon macht halt andere Auge auch noch kaputt. Dann kann er nichts mehr sehen. Wenn nichts anderes hilft, zielt auf die Augen. Und wo ist das nochmal? Von Fallout 3, glaube ich, ne? Aber ich glaube, das war original nochmal von woanders, ne? Ah, mein rechter Arm schläft ein. Warum?
Nur weil ich den so casually hier so meine Lehne anlehnen. Dafür sind doch Lehnen da. Ja, du kannst ruhig mal ein Gebiet wechseln. Ich würde mir gerne die Vorräte holen und mich damit hochheilen. Der ist vergiftet, sehr schön. Gut gemacht, ja, mal Schatzschei, je nachdem, wer von euch Vergiftung hat. Au! Ich bin erstmal getroffen von dem Kack. Da komme ich glaube ich nicht lebend durch, ne? Ich wollte einen Trank einsetzen. Scheiß auf die Vorräte. Oh Gott, das war knapp. Arm ist immer noch eingeschlafen, der rechte. Also der Knopf, mit dem ich Zeugs mache. Ich muss da rein. So, heilen wir uns mal hoch. Kack auf die erste Hilfe Packs und so. Folgt er mir hier hin? So viel Geld, ich kann mir so viel Trink holen, das weiß ich nicht. Ich habe schon 3,499 Stück in meinen Boxen. Kostet mir ja nichts. So, komm her. Komm doch her, du Dusch. Hui, so geht das, Busch. Jetzt fliegst du weg, ehrlich, ihr könnt mich doch mal. Boah. Ja. Na, warte. Oh, jetzt hätte ich auch zu den Vorräten gehen können. Ja, lass mal das. Ich bin schon voll. Jetzt ist er bestimmt sowieso gleich down. Ich glaube, ich hätte noch viel mehr aushält. Ich hau den so oft hier Phrase. Der hält das nicht mehr lange durch. Und ich auch nicht. Los, frisst so ein Reh oder so, was weiß ich. Ja gut. Geh mal aus dem Weg, Bambi. Was denn jetzt? Oh, er ist tot. Was? Okay. 18 Minuten. Ich krieg seinen Schwanz hier nicht. Oh. Das war so geil jetzt. Warum ist er denn tot? Der schien mir jetzt noch nicht so einen erschöpften Eindruck zu machen. So, gehen wir mal ins Wasser, um zu gucken, wie sehr diese Rüstung hier nicht zum Schwimmen da ist. Wieder noch. Okay, keine Ahnung. Ah, so, das war wieder überraschend schnell. Entweder bringt diese Waffe richtig, oder ich bin gut. Zu gut. Trotzdem kriege ich noch auf der Fresse vom Genmo ran. Und Brachidios. Und Uragan. Und Aknaktor. Aber nicht sehr, Leute. So. Schwaffdorn, okay. Pelz, Pelz. Schweifdorn, Schwaffdorn. Oder Schwarzdorn, keine Ahnung. Wilder, dunkler Wind. Ja. Wollen wir jetzt die Story weitermachen? Ich habe ja gerade so einen Lauf. Oh, okay. Muss ich sagen. Hahaha, bedeutet lachen. Und das nicht witzige. Und das nicht witzig Angelegenheit. Du schon hören, sehr selten Monster gesichtet vor Dorf zu sehen aus wie Lagiakos. Oh, nee. Händler, Freund von Argosik-Kapitän versuchen, segeln durch selbe Gebiet. Dokan! Monster zerschlagen Schiff von Freund. Zum Glück Freund gut schwimmen, aber Fracht nicht schwimmen. Alles fort. Ubasa sagt, Monsterfarbe wie Elfenbein. Sehr bösartig, vielleicht nicht mal mit schmutzig Fechten haben Chancen. Ich wirklich sehr Sorge, mein Argosi bald zermalmt sein. Dokan! Dagashikashi, du großer Jäger, du vielleicht besiegen Bedrohung, ganz vielleicht möglich. Der. Und ganz viele andere Gespräche habe ich jetzt freigeschaltet. Lass mich raten.
Juhu, warte mal, ich muss dir unbedingt erzählen, was ich im Boggerwald gesehen habe. Warum erzählt mir eigentlich jeder immer das Gleiche? Das reicht doch, wenn eine Person mir sagt, dass da irgendwas los ist. Oh. Auf meiner üblichen Nachtpatrouille habe ich einen Nagakus gesehen. Mit Sicherheit grinst dann wahrscheinlich, wenn die. Ach so, ich wollte schon sagen. Okay, alles zurückgenommen. Oh, doch, da bitte, warte mal. Hab ich auch schon lange nicht mehr nachgeguckt, was ich brauche und was ich machen muss. Diebelsnarf, Gobulflosse. Kam doch gar nicht dazu, gegen die zu kämpfen. Aber du. Sei Grüßjäger. Du hören, Freund von Argos Kapitän, sein Opfer aus Angriff vom Monster. Ja, du sagst mir das Gleiche, das war klar. Kapitän stark, schmutzig von schmutzigen Fechtern. Wenn er gibt auf, vielleicht Oshimai von Neko. Nani? Oh, Oshimai bedeutet tief in Dung. Ah, tief in der Kacke. Und da unten. Da bist du. Ich kann nicht glauben, dass der Freund des Kapitäns von diesem Monster angegriffen wurde. Ja, ich weiß es. Es hat mir auch schon zweimal jemand erzählt. Ich klinge, als wüsste ich, was sich hinter diesem Angriff steckt. Tja, ich schätze, du sollst jetzt endlich die Wahrheit erfahren. Habe ich dich erstmal erzählt, dass ich auch mal ein Jäger war? Natürlich ist das lange her. Wenn du mich damals erlebt hättest, Angst kannte ich nicht, Muskeln ohne Ende. Unterwasserjagd war mein Ding. Ich war unbesiegbar, dachte ich, bis dieses Monster kam und mich direkt in den Ruhestand beförderte. Mir fällt gerade auf, Unterwasserkampf. Ich habe nur Anti-Unterwasserrüstung. Ich glaube, es ist dasselbe Monster, das den Freund des Kapitäns angegriffen hat. Eine legendäre Bestie. Sehr selten. Der Elfenbein-Lagiakros, auch bekannt als Land- und Meermeister. Diese Bestie ist eine Klasse für sich. Nein, eine Dimension für sich. Okay, erzähl weiter. Was? Wie das Viech mich besiegen konnte? Der Elfenbein-Lagiakros ist unvergleichlich. Ich dachte, ich hätte ihn im Sack. Ich würde übermütig. Er ging an Land, als ich zum Torschuss aussehen wollte. In dem Moment setzte er seinen Donnerangriff ein. Ob im Wasser oder am Land, die Bestie ist unbesiegbar. Ein Raubtier der Spitzenklasse. Den Zerdeus, den du besiegt hast, den verschlingt der Elfenbein-Lagiakros zum Frühstück. Willst du mich auf den Arm nehmen? So, hast du gehört, was der Kapitän Augusti gesagt hat? Kann ich ja jetzt machen, oder was? Unterarten. Inspirieren, nicht wahr? Ich glaube, ich hätte das nicht überspringen sollen. Geh heraus und jage. Jage! Oh, wir sind wieder neue, glaube ich. So, Himmel und Erde, ein rosa Rathian und Aktion in Rathalos. Ein schwarzen Diablos. Ein Stahl-Uragan. Ein Gletscher-Agnaktor. Oh Gott. Jetzt schon wieder so Monster, bei denen ich, weiß ich nicht, gar keinen Bock hat. Den Diablos machen wir nicht als erstes. Nehme ich den Uragan, weiß ich nicht. SE-Ebene, Vulkan, Tundra. Na gut, dann werden wir alles in den nächsten Folgen von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate machen. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.